mich persönlich ist das Schminken sehr unwichtig. Ich mache das nur eigentlich meinem Visagisten zuliebe, der sehr an mir und meinem Gesicht hängt. Als Schauspielerin ist es sehr wichtig und auch zum Teil sehr unwichtig. Also es ist sehr wichtig, dass man auch mal ungeschminkt vor die Kamera geht, dass man Mut zur Hässlichkeit hat. Und dann ist es aber auch ganz essentiell im Beruf, um in die verschiedenen Charaktere zu schlüpfen. Das ist immer tagesformabhängig. Es gibt Tage, da kann ich Schminke gar nicht ertragen. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wo man das braucht, um gute Laune zu bekommen. Dann wacht man morgens auf und fühlt sich ganz elend und dann so ein bisschen Rouge und dann geht's schon wieder. Dann hebt irgendwie die Laune. Deswegen kann ich das hier immer auch so gut verstehen, weil es einfach das Selbstbewusstsein dann auch ein bisschen steigert. An solchen Abenden wie heute sehr und wenn ich vor der Kamera stehe auch, ansonsten in meinem Leben nicht so sehr. Also ich kann nur sagen, ich habe das hier oft sehen können beim Dream Ball, wie wichtig das für die Frauen ist, die an Krebs erkrankt sind, wie viel Lebensgefühl und wie viel Selbstbewusstsein dir das geben kann, wenn dir die Haare ausfallen, wenn dir die Wimpern, die Augenbrauen ausfallen. Mir wurde das eigentlich auch erst klar, als ich das erste Mal im Dream Ball dabei war und das so demonstriert bekommen habe und gesehen habe, was es doch für einen Unterschied macht. Das Thema Schminken ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn ich denke, dass man über die Ausdrucksmöglichkeit, die man mit dem Thema Farbe hat, ob es Mascara ist, Lippenstift ist, ein feiner Teint ist, sehr, sehr viel ausdrücken kann. Und das hört man ja auch immer wieder hier, wenn Frauen berichten auf dem Dream Ball. Wir haben das Thema Natürlichkeit, Wirksamkeit und Verträglichkeit bei uns sehr, sehr weit oben auf die Fahne geschrieben. Und gerade das Thema Verträglichkeit ist für Menschen, die ja in einer besonderen Situation sind, was Krankheit angeht, was Allergien angeht, ja natürlich sehr wichtig bei der Marke Lavera. Und dadurch, dass der Gründer der Marke selber auch Neurodermitis hat und alles an sich selbst testet und wirklich das Thema Verträglichkeit dadurch am eigenen Leib sehr stark in den Mittelpunkt stehen kann, ist das ein großes Thema für uns und wir freuen uns, wenn wir Menschen helfen können. Botschafterin der DKMS und das ist mein größtes Anliegen, die Organisation, die mir am meisten am Herzen liegt und für die ich sehr, sehr viel mache und mit der ich viel unterwegs bin, wo ich schon viele Schicksale begleitet habe und auch schon viele wunderbare Momente hatte, wo dann einfach der passende Spender gefunden wird und wo Kinder gerettet werden, die an Blutkrebs erkrankt sind beispielsweise. Ich bin auf dem Dream Ball, weil ich das sehr unterstützenswert finde, die Deutsche Knochenmarkspende zu unterstützen und das, was eben gemacht wird, auch mit dem, was eingenommen wird, dass man Frauen besonders, die Haare verloren haben und sich einfach nicht mehr wohlfühlen als Frau, nicht mehr geachtet fühlen, nicht mehr erotisch fühlen, dass man denen hilft in ihrem neuen Leben sozusagen, in ihrem wiedergewonnenen Leben. Sich wieder schön machen zu können, dass man ihnen zeigt, was man an die Hand nehmen kann, um wieder begehrenswert schön und sich vor allem sich selbst schön zu fühlen. Nicht für andere, sondern für sich selbst. Für uns ist das Besondere, dass hier wirklich sehr viel Mut, sehr viel Kraft von Menschen, von Frauen gezeigt werden, die ja einen großen Schicksalsschlag haben hinnehmen müssen, aber jedes Mal mit so viel Kraft, mit so viel Energie ihr Schicksal meistern. Wir durften schon zweimal dabei sein und jedes Mal war ich noch wirklich Monate berührt darüber und auch sehr, sehr dankbar für das Thema Gesundheit. Ich habe persönlich sehr engen Bezug dazu, weil meine Mutter auch an Krebs gestorben ist und ich deshalb es wichtig finde, es zu unterstützen. Und es mich sehr berührt, das Thema. Der Dream Ball richtet sich auch an andere Betroffene, nämlich an Frauen, die an Krebs erkrankt sind und die einfach auch krank aussehen. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Firmen inzwischen, die alle sehr viel Manpower und auch Geld zusammenbringen, um Seminare zu machen mit der DKMS Live, damit Frauen wieder in ihrer Erkrankung hübsch aussehen, sich wohlfühlen, glücklich aussehen und somit so einen kleinen Schub einfach kriegen und weiterhin positiv denken, weil wir glauben, dass das sehr wichtig ist. Das ist für mich sehr wichtig geworden, weil ich möchte einfach, dass mir man die Krankheit nicht mehr ansieht. Das ist einfach der Hauptpunkt. Haben dir diese Seminare gefallen? Du warst auf so einem Schmink? Genau, also diese Tipps, die waren sehr, sehr gut, weil da hat man natürlich vorher nicht so den Wert drauf gelegt, zum Beispiel Augenbrauen oder Wimpern. Das wird natürlich nochmal intensiv besprochen.